Hey Leute, willkommen zu meinem ersten Snapshot-Review der Version 12W40A. Ja, wir sind hier schon in der Flat World jetzt einfach mal, denn ich habe erstmal hier in der Flat World was zu zeigen und dann noch in einer anderen ganz normalen Map. Ja, ich werde es versuchen, so gut wie möglich hinzukriegen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und wenn es gut läuft, ja, vielleicht mache ich es mal öfters. Mal sehen. Ja. Also, wir sind jetzt hier in der Flatwoods. Ich lese mal kurz, was sich geändert hat. Also, die Vollversion 1.4 soll ja auch bald rauskommen. Am 30. glaube ich war das, ja. Und diese heißen Pretty Scary Update. Weil da halt auch viele Morphs dazugekommen sind und so weiter. Ja. Einmal ist dazu gekommen Sumpfhütten bei Hexen. Ich war in mehreren Sümpfen, habe aber keine gefunden. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal ein Bild einblenden. Ja, so sollen die aussehen. Was haben wir denn noch? Dann kleine Texturenergänzung für die Hexen. Die sind hier. Ja, also ich glaube, das war der Hut, was jetzt geändert wurde wieder. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, das war der Hut. Weil der sieht anders, ein bisschen anders aus. So, ich glaube, der andere war so ein bisschen offen, halbwegs. Ne? Also einmal hat sich hier die Textur bei den Hexen geändert. Das werde ich mal ganz kurz eben auf normal machen, friedlich, damit diese Slimes die Hexenmittel auch nicht angreifen. Wenn ich gleich in den Survival-Mode gehe. Also, dann gibt es beim Erstellen von Superflachwelten die Option Bäume, Festungen, etc. zu generieren. Und so weiter. Ich kann aber ganz kurz ins Menü gehen, so, und dann die neue Welt. Und dann dachte ich eigentlich, das ist hier mit, aber es ist nicht. Und dann habe ich hier geguckt, super flach, ja, komm, Customize, genau. Customize, und dann, ne? Ich habe es nicht gefunden, ich weiß nicht, ob das ist, ne? Ich weiß halt nicht jetzt, was man da einstellen muss, aber falls ihr es wisst, könnt ihr gerne in die Kommentare mal reinschreiben, wie man denn das mit den Bäumen und so macht, ne? So. Ja, eine ganz nette kleine Neuerung noch, weil ich mal kurz eben hier reingehe wieder. Mehr verschiedene Sachen raushol. Lalalala. Ich hau mal irgendwas aus meinem Inventar voll. Hat einen Grund. So. So. Es ist halt eine ganz kleine Neuerung. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ja, sagen wir mal, die Schaltplatte auf 1 will, muss ich jetzt nicht so machen. Machen wir zurück, so. Man kann auf die Schaltplatte gehen und die 1 drücken und schon ist sie auf 1. Das soll auf 1, das auf 1. Dann kann ich einfach so, zum Beispiel die Lore hier soll auf 2, drücke ich die 2. Das hier soll auf 5, also drücke ich die 5. Also ganz einfach, mit der Maus rüber und dann die Taste drücken, also die Nummer drücken, wo es hin soll. Ja, dann ist neu der Pickblock. Das kann ich mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen Block habe, mal kurz. Time sets 0. Sagen wir einfach mal hier. Den Clean Stone hier. Ich packe mal kurz alles hier weg hier. So. Wenn ich jetzt hier, in der Mitte von der Maus, also das Rad, wenn ich da einmal draufklicke, dann habe ich die Sachen, sofort im Inventar, also die Sachen, die ich jetzt anklicke. Mit der rechten Maustaste. Das geht aber jetzt, wie ihr schon gesehen habt, nicht nur mit Blöcken. Früher ging das nur mit Blöcken. Jetzt geht es auch mit Schaltern hier zum Beispiel oder Repeatern. Mit Redstone dürfte es eigentlich auch gehen. Gucken wir mal. Ja, mit Redstone geht das auch. Das geht halt jetzt auch mit Items. Ne? Kleine Neuerung. Dann gibt es noch die. Achso, ich mache mal ganz kurz eben das, was ich machen wollte: Game Mode Chicago 0. Cargo ist keine gültige Zahl, ist mir klar. So, Game Mode 0. So. Jetzt bin ich im. Jetzt bin ich halt im Survival Mode. Kann ich reden und dabei schreiben, es geht mir leid. Clear Cargo. So. Früher konnte man ja mit Linksklick die Tür einfach öffnen. Das Schalten oder so. Oder auch hier, wenn man Linksklick auf die Tür macht, kann man die öffnen. Es geht aber nicht mehr. Es
geht nur mit rechter Maustaste. Ne? Genauso ist das Ganze bei Falltüren. Geht halt nicht mehr mit der linken Maustaste, sondern geht halt nicht mehr mit der rechten, sondern mit der linken. Und Schalter gehen auch nicht mehr mit der linken. Kommen nur abbauen mit der linken, aber mit der rechten. So, dann gibt es Textur vom Signalfeuer und dessen Strahlzonen genannt. Hier habe ich mal ein kleines aufgebaut und dann einmal die Textur, die wird ja ständig erneuert irgendwie. Ja, die wurde geändert und halt dieser Strahl hier, der wurde halt auch geändert. Gamers 1. Ne? Der Strahl hier. Da wird man irgendwie schon krank von, wenn man sich da reinstellt. So, warte, komm, eben habe ich es geschafft. So. Ne? So, was gibt es denn noch Neues? Ich gucke hier gerade. Einige neue NBT-Tags für Items. NBT, das sind Named Binary Tags. Das ist, wie die Daten in Minecraft gespeichert werden. Es ist nicht so relevant fürs Ingame, sondern eher fürs Programmieren und so. Also, ne, Minecraft muss irgendwie gespeichert werden und dafür ist es wichtig. Muss ich jetzt hier nicht weiter darauf eingehen. Könnt ihr in der Minecraft-Wiki gerne nachlesen. Es gibt einige Bugfixes und Verbesserungen. Ja, wie immer halt, irgendwie, ne? Zum Beispiel, ja, wie beim letzten, dass das hier halt nicht mehr durch die Treppen durchschimmert und so das Licht. Es gibt immer wieder Bugfixes, die halt auch nicht immer alles aufgezählt werden. Deswegen kann ich jetzt auch nicht genau gucken, was da alles aufgezählt wurde. So, jetzt kommen wir zu dieser Welt, wo ich vorhin schon von gesprochen habe. Jetzt mal ganz kurz eben die Schwierigkeitsstufe auf normal Part. Das war falsch. Darauf. Sumpf. Gehen wir mal Sumpf, 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 Sumpf. Ja, Sumpf. So. Und ihr seht das schon. Ich mach's ein bisschen hoch, sonst ist es ein bisschen laut. In Sümpfen spawnen jetzt nachts Slimes. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht irgendwie auf Ebene sonst was runter, um Slimes zu holen. Ihr könnt jetzt Slimes wirklich im Dschungel fahren. Im Dschungel. Oh Gott. Dingenskirchen. Im Sumpf. Farm. Das heißt, ihr geht nachts in den Sumpf und dann spawnen hier halt Slimes. Ne? Also ihr könnt die dann hier ganz einfach abschlachten und so weiter. Die spawnen hier in verschiedenen Größen. Ja, zum Beispiel in der Größe und in der. Was ich noch nicht weiß, was passiert, wenn ich Tag mache. Warum machst du sie im Tag? Seine Sets 0. Gucken, ob die verbrennen. Ne, die leben einfach weiter. Okay. Die spawnen halt nachts, das ist zwar das Wichtige, dass sie halt nachts spawnen, aber überleben tun sie am Tag also auch. So. Dann war eine Neuerung, die Verbreitung von Feuern in Wäldern wurde geschwächt, das ist auch die letzte Neuerung schon. Wald, über den Wald hier würde ich sagen. Nehmen wir uns ein Feuerzeug, Feuer. Gucken wir mal. Wie ihr seht, früher ist hier wirklich alles abgefackelt einfach. Kann auch Schnee liegen, also machst du den Schnee weg. Wie ihr seht, früher ging das auch teilweise schon mal viel schneller. Und hier ist gerade nicht so extrem über. Wo ist es oft? Wirklich schon, wenn das da oben gebrannt hat, schon hat das schon hier alles hier gebrannt. Das ist nicht mehr so. Nur überall doch hier. Aber es ist halt ein bisschen geschwächt. Ein bisschen, ne? Es brennt halt immer noch sehr gut. Aber es ist halt ein bisschen geschwächt worden. Ja, das war's auch schon mit dem kleinen, mit dem kleinen Snapshot-Review von Minecraft 12W40A. Ja, 12W40A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch sowas gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen hoch geben und auch in die Kommentare schreiben, dass es euch gefallen hat. Dann werde ich sowas vielleicht mehr öfters machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.